Löwenzug. Hallo, liebe Kinder aus Syrien. Hallo. Der Onkel Serdar erklärt euch jetzt mal, wie Integration geht. Das Wichtigste ist, lernt Deutsch. Ganz wichtig. Aber nicht zu gut. Wenn ihr besser Deutsch sprecht als die Eingeborenen, dann fühlen die sich bedroht. Am besten streut ihr zwischendurch immer mal sinnlose Sätze ein, wie Alter, ich schwör, deine Mutter, du Missgeburt. Klingt komisch, ist aber so. Das beruhigt die. So wollen die ihre Ausländer. Ausländer. Du, das wollte ich dir immer schon mal sagen, Serdar. Du sprichst ja wirklich fabelhaft Deutsch. Wo kommt deine Familie eigentlich her? Aus Köln. Nee, Entschuldigung. Das war jetzt billig. Das wollten Sie jetzt falsch verstehen. Ich meine, wo kommt ihr ursprünglich her? Ach so! Ja. Aus Köln-Nippes. Ach so. Ja. Deutsche. Ganz wichtig, Kinder. Die lieben es, wenn man als Ausländer freiwillig deutsche Gerichte isst. Lecker! Leberkäse! Aus geschredderten Kniescheiben. Du magst Leberkäse? Ich versuche mich hier zu integrieren, du fettes Arschloch. Ach ja, und was sie unbedingt von euch hören wollen, dass ihr tierisch abfahrt auf ihr tolles Grundgesetz. Obwohl sie selber noch nie eine Zeile davon gelesen haben. Ja. Weil sie ja schon von Fix und Foxy Kopfschmerzen kriegen. Was? Hier, Fetti Oliver, was ist denn dein Lieblingsartikel aus dem Grundgesetz, hä? Ach du, Serdar, ich finde die alle gut. Also, gerade hier die im vorderen Bereich, so auf den Seiten 1 bis 300. Den einen, das draußen nur Kännchen gibt. Habe ich mir gedacht. Und damit sind wir auch schon beim wichtigsten Punkt, Kinder. Ihr könnt euch in Deutschland einen Wolf integrieren. Ihr könnt euch die Haare blond färben und Helene Fischer hören, bis euch die Ohren bluten. Aber ihr bleibt trotzdem immer der Ausländer. Die ganz große Karriere, schwierig. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, es gäbe eine Satire-Sendung. Ja. Und du weißt genau, dass du viel besser moderieren würdest als diese minderbegabte, dämlich fette, aufgedunsene, ständig Witze über sich selbst machende deutsche Hohlbirne, die den Job macht. Vergiss es! Du wirst die Show nie kriegen! Also jetzt mal nur so als Beispiel. Verstehe ich nicht. Ich weiß. Tschüss, Kinder. Ihr könnt jetzt abschalten. Nee, nicht abschalten. Serdar Sumuncu, meine Damen und Herren. Vielen Dank.